Nachrichten der Woche. Grenzzaundebatte spaltet die Union. Mit seinem Vorschlag, die Grenze zu Österreich zu schließen, stößt der Chef der Polizeigewerkschaft in Teilen der Union auf offene Ohren. Einige CDU-Politiker sollen gar einen Antrag gegen Merkels Politik planen. Andere Unionspolitiker lehnen Grenzzäune strikt ab. Die Frage, ob die Grenzen zu Österreich geschlossen werden sollten oder nicht, spaltet die Union. Eine Gruppe um den Vorsitzenden des Parlamentskreises, Mittelstand der Unionsfraktion, Christian von Stetten, will Bundeskanzlerin Angela Merkel per Beschluss zur Abkehr von ihrer Politik der offenen Grenze zwingen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Danach bereiten die Politiker einen Antrag zur Schließung der Grenzen vor. 43 Tote bei Busunfall nahe Bordeaux. Bei einem schweren Verkehrsunfall im Südwesten Frankreichs sind nach Behördenangabe 43 Menschen ums Leben gekommen. Rund 50 Kilometer nordöstlich von Bordeaux stieß ein Bus mit einer Seniorengruppe auf einer Landstraße frontal mit einem Lastwagen zusammen. Die Fahrzeuge gingen sofort in Flammen auf, wie die Behörden mitteilten. Nur Platz 1 sind, auch in der Champions League. Mit einem Erfolg heute beim FC Arsenal kann Bayern München den Gruppensieg fast schon perfekt machen und eine beeindruckte Serie ausbauen. Die Aura der Unbesiegbarkeit umgibt den FC Bayern München und das längst nicht mehr nur in der heimischen Liga. Selbst bei den großen europäischen Topclubs bekommen die Protagonisten weiche Knie, wenn sie das Team von Pep Guardiola ansagt. So ist das aktuell auch beim FC Arsenal vor dem heutigen Gruppenspiel gegen den deutschen Meister. Für die punktlosen Londoner geht es gegen den Gruppenprismus schon alles. Das waren die Schulnachrichten der Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.